Wuppertal ist ja für so einiges bekannt, aber wenn wir mal ehrlich sind, nicht gerade für seine Fahrradfreundlichkeit. Aber das hier könnte all das ändern. Die Nordbahntrasse, ein 23 Kilometer langer Fahrrad- und Freizeitweg. Sowas hat dann doch nicht jede Stadt. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Bürger dieses Projekt selbst angeschoben und durchgezogen haben. Ja, und morgen wird also diese Strecke ganz offiziell eröffnet. Und vorher gucken wir nochmal zurück auf die bewegte Entstehungsgeschichte. Ein Bild mit Symbolcharakter. Projektleiter Rainer Wittmann öffnet das Tor zum Tunnel Schee. Wie kein anderes Bauwerk steht der Tunnel an der Stadtgrenze zu Sprockhövel für den Umbau der gesamten Nordbahntrasse, für ihre Probleme und für ihre Lösungen. Also da fällt mir ein Riesenstein vom Herzen, dass wir den Spagat hier geschafft haben, den Tunnel für Radfahrer und für Fledermäuse herzurichten, dass praktisch hier erreicht wurde, dass wir eben beide Nutzungsgruppen und Arten hier vereinen konnten. 2005 sah es auf der stillgelegten Trasse der Rheinischen Eisenbahn noch so aus. Doch schon damals gab es eine Idee, durch den Dschungel von Bäumen und alten Bahnrelikten einen Rad- und Freizeitweg zu bauen. Richtig Fahrt nimmt die Idee auf, als engagierte Wuppertaler das Projekt in die Hand nehmen. Regelmäßig bringt die Wuppertalbewegung hunderte Helfer auf die Beine, um die 23 Kilometer lange Trasse vor dem Verfall zu retten. Die Rheinische Strecke ist weltweit der einzige innerstädtische potenzielle Radweg, also dieser Dimension. Sie führt durch sehr dicht besiedelte Gebiete und könnte gewissermaßen einen Verbindungsweg aller Stadtteile darstellen. Die einen spenden ihre Muskelkraft, die anderen das Geld. So sorgt die Wuppertalbewegung für Millionen weiterer Fördergelder von Bund, Land und EU. Der Verein baut auch den ersten Trassenabschnitt. In nur 4 Wochen ist er fertig. Das ist ein ganz wichtiges Projekt, ist ein Projekt von Bürgern für Bürgern und das ist das Besondere daran. Die Idee stammt von Bürgern, die Bürger haben die Eigenanteile für die Zuschüsse gesammelt und deshalb ist es einfach ein Traumprojekt. Doch aus dem Traumprojekt wird ein Streitobjekt. Fortan übernimmt die Stadt den Weiterbau. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen um Baukosten, schlechte Planer und den Schutz von Fledermäusen. Die hausen nämlich ausgesprochen gerne in den Tunneln der Trasse, weshalb Umweltschützer sie am liebsten dicht machen würden. Der Schee-Tunnel hat zwar 2 Röhren, die unterscheiden sich in ihrem Mikroklima, die unterscheiden sich in ihren Feuchtigkeitsverhältnissen, sodass also für die dort nachgewiesenen mehreren Fledermausarten es ganz wichtig ist, dass alle diversen Biotope erhalten bleiben. Das heißt, geht nicht. Geht nicht. Am Ende geht's dann aber doch. Und ganz nebenbei entsteht an der Trasse ein Kleinod nach dem anderen, etwa die Lego-Brücke oder Deutschlands größte Parkouranlage. Die Nordbahntrasse wäre aber nichts ohne ihre spektakulären Bauwerke. 23 Brücken, 7 Tunnel, 203 Stützbauwerke. Viele davon so imposant wie die Landschaft, die sie durchschneiden. Sie können nur deshalb saniert werden, weil der sogenannte zweite Arbeitsmarkt hilft. Frauen und Männer in Qualifizierungsmaßnahmen. Wir bekommen auch täglich Bestätigung hier von den Leuten. Na gut, manchen Leuten geht es nicht schnell genug, ne? Aber wir geben uns Mühe. Wie wichtig die Nordbahntrasse auch für die Nachbarstädte ist, zeigt eine Grafik. Die Strecke ist das zentrale Verbindungsglied der Radwege zwischen Rhein-Ruhr und Wupper und ein wichtiger Faktor für den Tourismus im ganzen Bergischen Land. Wir rechnen damit, dass wie beim Ruhrtalradweg, der ja sogar noch ein bisschen kürzer ist als unser System, so 1 Million Tagesgäste im Jahr kommen, 150.000 Übernachtungen haben die und Bruttoumsatz 27 Millionen Euro. Und wir haben ja noch viel mehr hier, viel mehr Gastronomie, viel mehr Einzelhandel. Kurz vor der Eröffnung wird überall noch fleißig gewerkelt. Projektleiter Rainer Wittmann kann sich trotzdem entspannt zurücklehnen. Sobald die Nordbahntrasse mit den Fördergebern abgerechnet ist, verabschiedet er sich mit dem schönsten Projekt seiner Karriere in den Ruhestand. Wehmut spielt er gar nicht mit, sondern einfach Freude, dass das geklappt hat, dass das gelungen ist und dass es ein erster Schritt ist, Wuppertal auch zu einer Fahrradstadt zu machen. Ganz fertig wird das Mammutprojekt bis morgen aber noch nicht sein. Restarbeiten stehen auch in Zukunft noch auf dem Programm. Ja, und jetzt ist der Vorsitzende der Wuppertalbewegung bei uns im Studio, Carsten Gerhard. Sie waren ja der wesentliche Motor hinter diesem Projekt. Wie zufrieden sind Sie jetzt nach all den Jahren mit dem Ergebnis? Wir sind mit dem Ergebnis, wie es sich jetzt abzeichnet, sehr glücklich. Insbesondere in den innerstädtischen Bereichen ist die Trasse genauso geworden, wie wir uns das wünschen. Mit
kleinen Ausnahmen. Es muss noch das ein oder andere Geländer gefertigt werden. Es muss auch noch die ein oder andere Asphaltdeckschicht aufgetragen werden. Aber ansonsten ist es genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Es haben sich ja ganz viele Wuppertaler mit ganz viel Zeit und Energie in dieses Projekt gestürzt. Nicht nur Sie selbst. Aber würden Sie sich das nochmal aufhalsen? Würden Sie es nochmal machen? Gute Frage. Also wenn wir gewusst hätten, dass es 9 Jahre dauert, vielleicht nicht. Wir waren damals von 2 bis 3 Jahren ausgegangen, weil man ja sehen muss, die Trasse wurde in wenigen Jahren gebaut. Und von daher hatten wir natürlich gehofft, dass man sie in noch weniger Jahren zu einem Radweg umfunktionieren kann. Ja. Aber wenn wir das schöne Ergebnis sehen und hoffentlich in den nächsten Jahren auch die Begeisterung der Nutzer, dann wird sich zeigen, dass wir es richtig gemacht haben und wahrscheinlich hätten wir es dann auch wieder gemacht. Ja. Aber wie ist denn jetzt so Ihr emotionaler Zustand? Also sind Sie überglücklich oder können Sie vor Erschöpfung kaum noch mehr laufen? Ich bin sehr froh, wir alle sind sehr froh, weil das Werk so fertig geworden ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Und von daher sind wir froh und glücklich. Ja. Aber das Werk kostet jetzt im Unterhalt 500.000 Euro im Jahr. Wer wird sich jetzt weiter um das Projekt kümmern? Das werden wir gemeinsam mit der Stadt machen. Von unserer Seite stellen wir Streckenpaten, 60 an der Zahl, zur Verfügung. Und die Stadt schießt Finanzmittel bei, um die Unterhaltung der Bauwerke weiter zu betreiben. 500.000 ist hoch angesetzt. Es werden eher weniger sein. Und es werden vor allen Dingen nicht in allen Jahren so viele Gelder sein. Ganz kurz noch, gibt es weitere Pläne der Wuppertalbewegung? Also vielleicht eine Erweiterung der Strecke noch? Es bieten sich ganz verschiedene Verlängerungen an. Zum einen nach Langerfeld hin, zum zweiten nach Schwelm und zum dritten nach Hatzfeld. Also es gibt spontan 3 Verlängerungsergänzungsstrecken, die wir uns vorstellen können und wo wir in den nächsten Jahren dran arbeiten werden. Ja, so und morgen ist der große Moment. Die Eröffnungsfeier ist morgen um 14 Uhr. Der NRW-Verkehrsminister Grosche kommt, glaube ich, auch. Wo genau findet das statt? 14 Uhr am Wichlinghauser Bahnhof an der Breslauer Straße in Wuppertal-Oberbarmen bei hoffentlich sonnigem Wetter und mit ganz vielen Gästen. Das hoffen wir. Und Sie haben es jetzt alle gehört. Also kommen Sie hin und feiern Sie mit. Besten Dank, dass Sie bei uns im Studio waren, Herr Gerhardt. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.